Heute geht es um den E81, hier in dem Fall Baujahr 2011. Das ist ein 2 Liter Diesel. Ist aber egal, hier geht es um die Motorhaube bzw. um den Seilzug der Motorhaube. Der ist nämlich irgendwie kaputt, beziehungsweise man kann die Motorhaube nicht öffnen. Ist baugleich mit den 87ern, also den E87 und den anderen ES-Einsatz, ja, nenne ich jetzt mal so, mit diesen. Ja, mit diesem Modell quasi, mit dieser Baureihe. Ich zeige euch mal das Problem. Wir wollen die Motorhaube öffnen. Ziehen hier an dem Hebel und es passiert irgendwie nichts. Ja, jetzt kann es sein, dass der Seilzug irgendwie ein Problem hat oder ja, hier der Hebel selber. Dazu müssen wir natürlich erstmal die Motorhaube aufmachen, um festzustellen, ob der Seilzug überhaupt noch intakt ist. Um die Motorhaube zu öffnen, müssen wir als erstes diesen Grill hier abnehmen. Dann sehen wir nämlich das Schloss und dann können wir das Schloss quasi mit einem Schraubendreher von innen öffnen. Ja, dazu nehmen wir uns Plastikkeile und versuchen hier uns quasi einzukeilen, hier an dem Grill und ihn vorsichtig nach und nach rauszuhebeln. Da sind hier eine Nase, also hier Klipper quasi und hier. Und unten einmal. Das sind zwei Bauteile. Einmal der Ring und die Nieren selber, das Schwarze, also das Innenleben. Entweder kriegen wir nur den Ring ab oder hoffentlich mit dem Innenleben. Schauen wir mal, ob das klappt. Falls ihr bessere Ideen habt, immer her damit. Versuchen wir auszuhebeln. Also hier, der hat sich jetzt ein bisschen aushebeln lassen. Müssen wir das mit dem hier auch noch machen. Gucken, ob das klappt. So, also hat schon mal geklappt. Mit ein bisschen Kraft kriegt ihr die nach und nach rausgehebelt. Wackelt die ein bisschen hin und her, hin und her, damit ihr in der Hoffnung, dass ihr diese hier nicht abbricht. Anders weiß ich auch nicht, wie man sonst in diese Bereiche da unten bzw. da oben reinkommt, ne, wenn die Motorhaube halt zu ist. Mal gucken, ob wir das mit den anderen noch zeigen müssen. Schauen wir mal. So, worauf, was wollen wir denn sehen? Einen Moment, ich gucke mal, ob wir das Licht hier ankriegen. So. Also, wir müssen an dieses Schloss kommen. Da, das ist der Seilzug und wir versuchen an das Schloss da ranzukommen. Moment. Ich gehe mal kurz anders mit der Kamera rein. Da gehen wir gleich mit dem Schraubenzieher rein und hebeln diesen einen Haken da weg. Wie genau, zeige ich euch gleich. Um an das Schloss besser ranzukommen, nehmen wir die zweite Niere ebenfalls raus. Sieht ein bisschen brachial aus. Fühlt sich tatsächlich auch so an. Aber muss. Ob die nicht abgebrochen sind? 1, 2, 3, 4. Gott sei Dank nicht abgebrochen. Die Gegenstücke sehen auch soweit gut aus. So. Jetzt kann man sich das ein bisschen zu Hilfe nehmen, indem man zum Beispiel so einen Spiegel nimmt. Ja, und ich versuche euch das mal im Spiegelbild zu zeigen. Da oben müsst ihr ran, allerdings.
Zeige ich nachher, wenn das Teil offen ist. Das sieht man hier ziemlich schlecht. Gut. Ich hoffe, etwas weiter runter. So, und stopp. Dieses Teil hier, das Ding, was ich da zeige, das da, das muss zur Seite weg. Ja, also das da, was ich gerade mit dem Schraubenzieher zeige. Ich gehe mal ganz kurz drauf. Der hier muss nach oben zur Seite weg. Also ihr müsst quasi an dieses Teil drankommen. Ja? Da, wo das Kügelchen ist, das ist ja auch der Seilzug. Der muss quasi zur Seite weg. Und wenn ihr das macht, ich zeige euch das mal, ihr kommt von unten. Ja, so, ne? Ihr kommt von unten mit dem Schraubenzieher und drückt den, filmen wir von hier, von der Seite, genau. Und drückt den quasi nach da weg. So. So, jetzt habe ich einen schönen Zoom Ja. drauf. Also, von unten. Und da müsst ihr an das Kügelchen dran quasi. Und das Gegenstück zum Hebeln, das ist das Schloss selber. Also das Gegenstück, was hier normalerweise verriegelt ist, wenn die Motorhaube zu ist. Ja. Bitte nicht verzweifeln, ja. Nehmt euch einen Spiegel oder so, dann seht ihr das besser. Aber es dauert eine Weile. Ihr müsst es wirklich so zur Seite weghebeln. Also nach oben und zur Seite weg. Und dann kriegt ihr das Teil auf. Die Ursache war ein kaputter Griff. Also in dem Fall hier seht ihr, der ist ein bisschen ausgenudelt. Da hat man wohl etwas kräftiger dran gezogen. ja, wir haben jetzt einen neuen bestellt, also bestellt und bekommen. Den bauen wir jetzt ein und dann gucken wir mal, ob der Bautenzug dann wieder vernünftig funktioniert. Die ganzen Stellen einmal einölen, da wo das Schloss ist, da wo das Schloss einrastet, am besten, wenn ihr irgendwie hinkommt zum Bautenzug, so ein bisschen rein, damit das Ganze so ein bisschen fluffiger dort hin und her läuft und dann sollte es klappen. Der Einbau des Griffs, komm mit. Der Ausbau des alten Griffs erfolgt, indem ihr den hier, also die Schraube hier, das ist eine Kreuz, da rausdreht. Dann könnt ihr den Griff rausnehmen. Müsst mal gucken, wenn er nicht sofort passt, dann ist das, weil er sich hier, seht ihr das, diese Stellung, das darf nicht sein, sonst kriegt ihr den Griff gar nicht rein. Ihr müsst also den in die Stellung bringen. Und dann könnt ihr den neuen Griff einfach raufsetzen und einmal mit dem Schraubenzieher vernünftig anziehen. Ich hoffe, es konnte euch helfen. Viel Spaß!